Mit alten Kaffeesäcken kann man normalerweise nichts mehr anfangen. Das ist anders bei der zweiten Real in Lachen. Die machen aus diesen Säcken Taschen, sogenannte Coffeebags. Der Klassenlehrer Franz Feldmann ist beim Reisen auf die Idee gekommen. Ich hatte schon lange die Idee, mit einer Klasse ein Projekt durchzuziehen, das etwas grösser ist. Ich habe früher mal ein Buch geschrieben mit einer Klasse. Und dieses Jahr war ich in Hongkong und habe so eine Tasche gesehen. Da war mir innerhalb von 10 Sekunden das ganze Projekt schon klar. Seit der Sommerferien ist die Klasse am Planen. Sie hat eine eigene Firma gegründet und sich für Fliessbandsarbeit entschieden. Diese Woche hat die Produktion angefangen. Wie das Projekt ausgeht, ist noch offen. Das Ziel ist noch schwierig zu sagen. Selbstständigkeit, aus einer Idee etwas Grosses entstehen zu lassen. Auch mal schauen, wie weit kommen wir mit einer Idee. Wie weit geht das? Hört das nach einer Woche auf, was wir nicht hoffen? Oder haben wir da wirklich Möglichkeiten, die sich über ein Jahr durch erstrecken? Der Franz Feldmann hat knapp 2'000 Franken in das Projekt investiert. Die alten Kaffeesäcke hat er aber gratis von Röstereien in der Umgebung bekommen. Die Klasse ist dem Projekt am Anfang ein bisschen skeptisch gegenübergestanden. Jetzt sind die Zweifel aber verflogen. Ja, zuerst habe ich gedacht, was ist das für ein Projekt, weil das ist eigentlich noch schwierig, einfach so Taschen zu verkaufen. Aber nach der Zeit habe ich gemerkt, das ist eine recht coole Idee. Ich habe gedacht, es wird noch cool, aber es könnte Schwierigkeiten geben, so allgemein zum Verkaufen und so. Mhm. So denkst du, gibt es Schwierigkeiten zum Verkaufen? Ja, weil ich weiß auch nicht, die einen denken vielleicht von Schülern, das ist vielleicht nicht so schön. Ich denke, man lernt halt mehr als so in einem normalen Unterricht, weil man jetzt auch zum Beispiel so mit Medien zu tun hat und man auch so selber Sachen schreiben muss und so. Mein erster Gedanke war, wow, cool, ich freue mich auf das Projekt. Spätestens beim zweiten Gedanken sind aber alle überzeugt. Vielleicht auch gerade, weil Fächer wie Mathe, Geografie und Hanski im Coffeeback-Projekt vereint sind. Das klappt aber nur mit vollem Einsatz von allen. Ich finde es ganz wichtig, dass es nicht ein Lehrerprojekt ist, sondern die Klasse hat ganz viele Sachen bestimmt. Sie müssen sehr selbstständig arbeiten. Und das ist eigentlich eines der Hauptziele auch. Also wenn nur ich treibe, dann wäre es ganz schlecht. Sondern die Schüler müssen mitmachen. Und ich denke, heute Morgen ist das sensationell gut angegangen. Ich hoffe, es bleibt noch ganz lange so. So eine Tasche kostet zwischen 80 und 90 Franken. Kaufen kann man sie im Internet oder direkt über die Schüler. Der Erlös fließt komplett in Klassenkassen.